Ist das nicht wunderschön hier? Ja, liebe Leute, willkommen hier bei mir auf meinem Kanal und willkommen hier zu Enderal. Und falls ihr euch jetzt denkt, das sieht ja irgendwie aus wie Skyrim, tatsächlich ist es auch irgendwie Skyrim, aber auch irgendwie nicht, denn Enderal ist eine Total Conversion für Skyrim, die das Spiel in ein ganz anderes Spiel verwandelt, nämlich in Enderal. Entwickelt wurde das Ganze von Shure AI, das ist ein deutsches Hobby-Entwicklerteam, das schon seit 2003 Total Conversions und Mods für Spiele erstellt. Allerdings backen die Jungs keine kleinen Brötchen wie eine Rüstungstextur oder mal eine Quest, sondern die Jungs erstellen eigene Spiele. Und zwar bereits 2011 mit Nerim. Das war eine Total Conversion für Oblivion, also der Vorgänger von Skyrim. Und nun mit Enderal haben sie nach über 4 Jahren der Entwicklung auch ihre Total Conversion für Skyrim rausgebracht, die das Spiel komplett neu macht. Wir bekommen eine neue Story, wir bekommen überarbeitete Texturen, wir bekommen eine ganz neue Spielwelt, die sogar aufeinander aufbaut. Also Enderal baut auf Nerim auf, exakt so wie Skyrim auch ein bisschen auf seinen Vorgängern aufbaut, beziehungsweise in der gleichen Welt spielt. Und das Schöne bei Enderal ist, ihr könnt es ja schon sehen, dass ja im Gegensatz zu dem, was wir schon aus Skyrim kennen, das ja eher immer so in frostigen Klüften gespielt hat, eher so in dieser der schneebedeckten Landschaft, ist Enderal in mehrere Gebietszonen unterteilt. Also wir haben hier zum Beispiel hier die Sonnenküste, die natürlich ihren Namen alle Ehre macht. Hier ist es saftig, hier ist es grün, hier gibt es viele Pflanzen, hier gibt es Schmetterlinge und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Bereiche, in denen Wüste ist, oder es gibt auch eben die schneebedeckten Gipfel, wie wir sie noch aus Skyrim kennen. Nur eben, dass Enderal hier ein bisschen abwechslungsreicher ist. Auch in Sachen Story ist Enderal um einiges größer, als man es von einem Hobbyprojekt erwartet. Ihr könnt knapp 100 Stunden im Spiel verbringen. Die Hauptstory ist rund 30 Stunden lang. Und dann gibt es nochmal Nebenquests und erkundbare Orte. Und dann kommen wir auf eine wirklich sehr, sehr stattliche Spielzeit, möchte ich sagen. So, jetzt schauen wir mal hier hinten. Diese Truhe ist leer, das wissen wir schon, weil es wird uns auch angezeigt. Aber hier wollen wir auch eigentlich gar nicht hin. Und ich möchte euch auch gar nicht zu viel spoilern, sondern euch eigentlich nur mal das Spiel ein bisschen vorstellen. So, hier ist ein Straßendieb, den ich jüngst getötet habe. Ich bin schon ein Stück weit nach dem Tutorial, also ich bin hier ca. 2 Stunden nach Spielbeginn, aber ich habe auch noch nicht so viel gemacht, also es ist nicht so, dass man jetzt hier die Story im Eiltempo durchläuft. Oh, guck mal da hinten, das Schloss, das sieht echt richtig geil aus. Ja, falls ihr euch fragt, wo man sich Enderal herunterladen kann, natürlich habe ich euch den Link mit in die Videobeschreibung gepackt. Und ich mache mal ganz kurz das Gebritzel aus und hol lieber den Feuerzauber raus. Ja, ich spiele einen, oder ich will einen Kampfmagier spielen. Soweit bin ich noch nicht, dass ich hier eine feste Klasse habe. Aber das ist so der Weg, den ich für mich eingeschlagen habe. Ne, hier oben haben wir unseren ersten Begleiter, Jesper, ne, der uns auf unserer Reise hilft. Und zwar spielen wir einen Flüchtling aus Nerim, der nach den Ereignissen von Nerim, ja, Nerim verlassen will und sein Glück in Enderal sucht und mit dem Luftschiff sich hierher auf dem Weg befand, leider als blinder Passagier, was ihm dann auch sehr, sehr schnell, ja, ne, was ihn sehr, sehr schnell in eine sehr blöde Situation bringt. Und nach vielem Hin und Her sind wir nun doch hier auf Enderal gelandet. Allerdings, ja, haben wir auch gleich eine Quest auferlegt bekommen, denn irgendetwas stimmt hier nicht. Der rote Wahnsinn geht um. Eine sehr seltsame Krankheit, über die wir mehr herausfinden müssen. Und das ist zumindest das, was ich bisher in diesem Spiel bisher so gemacht habe. Deswegen kann ich euch auch noch gar nicht mehr spoilern. Aber ich will euch ein bisschen zeigen, was hier in Enderal so abgeht. Ja, also rein optisch natürlich super toll. Man merkt natürlich, dass Skyrim nicht mehr das modernste ist, aber sie haben ja auch nochmal richtig was rausgeholt, haben alle Texturen von Hand aus überarbeitet
Deswegen funktioniert Enderal nicht mit den üblichen Skyrim-Mods, also HD, Texture-Packs und so weiter. Die funktionieren leider nicht, genauso wie irgendwelche andere Modifikationen. Aber das braucht man auch nicht, denn ich finde, Enderal sieht ja so schon eigentlich recht schön aus. Oh, jetzt droht hier ein Kampf. So, wer greift uns an? Wer wagt es? Oh, irgendwo hier ist jemand auf uns aufmerksam geworden. Es könnte ein weiterer Dieb sein. Ah, da hinten, ein Bogenschütze. So. Aber natürlich, wir haben ja unseren Feuerzauber und können also auch schon auf Entfernungsschaden austeilen. So. Oh, Straßen, die. So. Spüre meine Hiebe. So. Und dann musste dieser Straßendieb leider sein Leben lassen. Aber wir erhalten dadurch immerhin ein paar sehr nützliche Items. Ihr seht, wir haben hier ein sehr, sehr angepasstes Menü. Das ist ja sehr gut. Also wenn wir bei Objekte unterwegs sind, das ist alles sehr schön geordnet. Wunderbar. So macht das Ganze dann natürlich noch viel, viel mehr Spaß. So. Ja, jetzt können wir noch das Lager des Banditen durchsuchen oder der Banditendame finden, noch ein paar Pfeile, noch etwas Geld, wir finden noch etwas zu essen. Aber das ist natürlich nicht das, was wir hier suchen, aber wir nehmen es trotzdem mal so mit. Etwas zu essen ist ganz gut, das können wir uns auch direkt mal reinhauen. Das wird jetzt hier kein geschnittenes Video, sondern ihr seid jetzt hier wirklich schon mit mir zusammen. Ah, ein Krustenbrot, das essen wir mal. Jetzt hier ein Stück weit auf der Reise. Falls ihr euch jetzt fragt, ob es ein Let's Play zu Enderal geben wird, ich glaube tatsächlich nicht, weil es ist wieder ein sehr langes Spiel und dann ist es leider immer so vorauszusehen, dass die Zuschauerzahlen dann irgendwann einbrechen. Deswegen gibt es hier dieses Vorstellungsvideo. Ich denke, danach werden richtig viele von euch Bock drauf haben, Enderal zu zocken und es sich sowieso herunterladen. So, wir sammeln noch ein paar Einzelteile ein. Ich werde euch gleich ein paar Aspekte des Spiels vorstellen. Also ich werde euch jetzt hier keine ganzen Quest-Arcs spoilern. Das, was ich euch zeige, ist noch relativ am Anfang des Spiels. Also wie gesagt, die Hauptstory geht ungefähr 30 Stunden. Und man kann ihr am Stück folgen. Wobei man irgendwann in die Situation kommt, dass man vielleicht vom Level her etwas zu niedrig ist. Deswegen macht euch jetzt keine Sorgen darüber, dass ich euch jetzt hier richtig krass was wegspoilere. Ansonsten zeige ich euch jetzt ja noch Sachen, die sehr für sich alleine stehen. Also wer jetzt sagt, okay, du hast mich schon überzeugt, ich will mich jetzt nicht weiter spoilern lassen, also überhaupt nicht spoilern lassen, der sollte jetzt am besten abschalten. Ja, wie wir es aus Skyrim kennen, oh, hier hinten ist ein kleines Dörfchen, nee, es sieht aus wie ein Landungssteg, aber wir müssen hier hinten hin, da, zu diesem Häuselein. Hier ist noch ein Sack. Mit ein paar Groschen. Denn hier sind wir auf einer Quest. Wir müssen uns mit jemandem unterhalten. Wir sehen hier aber schon Blutspuren auf dem Boden. Ja, Blutspuren sind nicht unbedingt gut. Scheint doch alles hier ein bisschen verlassen zu sein. Oh, oh. Ein Höhlentroll. Ein Höhlentroll. Ja, ein Höhlentroll. Der hat hier wahrscheinlich so ein bisschen umgemetzelt. Das heißt, wir werden ihn erstmal ein bisschen wegkokeln, weil ich weiß, dass der sehr viel Nahkampfschaden macht. So, und jetzt. So, und da haben wir ihn auch schon weggemetzelt. Und ihr seht, wir bekommen hier Erfahrungspunkte. Man muss sagen, dass Enderal in sehr vielen Kernsystemen etwas anders funktioniert als Skyrim, gerade was das Aufleveln angeht. So, wir gucken mal, was wir hier im alten Dreiflusslager finden. Ah ja. Auf jeden Fall eine Riesenratte. Und Skelette. Aber Skelette reagieren ja normalerweise eigentlich sehr heftig auf Feuer. Die nicht gerade unbedingt. So. Da hinten ist noch ein Gegner. Irgendwo.
Da. Ein fleischloser Verlorener. Das ist meine Mana alle. So. Immerhin bekommen wir auch noch sein Zeug. Und ihr seht, zumindest eine Sache haben sie hier schon mal sehr gut gemacht. Und zwar, das Gewichtssystem ist nicht unbedingt so von Skyrim Grund auf übernommen. Aber ich glaube, das ist nicht der Ort, wo wir hin müssen. Das ist eher so eine, ja, so ein Lager, das wir erkunden können, indem wir dann bestimmt noch einen alten Schatz oder so etwas finden, beziehungsweise irgendwelches Hab und Gut. Aber wir wollen ja ganz woanders hin. So, da vorne sind noch ein paar Pilzchen. Nehmen uns natürlich mit. Oh Gott, da greift aber schon ein paar Küstenpirscher greifen uns an. Ein paar wilde Hunde. Ah, und wir haben ein Level-Up gemacht und jetzt seht ihr schon, oh mein Gott, was ist das? Das kennen wir ja noch gar nicht. Genau, ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Wählt ein Attribut, das ihr verbessern möchtet. So, ich habe schon mal beim letzten Mal mir 9 Lebensenergie gegeben. Jetzt würde ich mir gerne etwas Mana mit dazu geben, weil ich ja ein Kampfmagier werden möchte. So. Zack. So, und wir können hier noch das Heldenmenü öffnen. Ihr seht, auch hier wurde richtig viel Eigenes gemacht, weil die Macher von Enderal, die setzen halt auch so ein bisschen auf ihr eigenes Konzept. So, jetzt aber plündern wir erst einmal hier die Wölfe. So. Und dann bin ich hoffentlich auf dem richtigen Wege. Ich laufe jetzt hier gerade, glaube ich, komplett falsch. Also nicht falsch, aber so wie man eigentlich nicht laufen sollte. Aber das ist ja eigentlich ganz gut für euch. Denn so kann ich euch noch... Oh mein Gott, ein Bär! Ein junger Braunbär! Ja, also ihr seht, vor Gefahren hat man hier nicht lange Ruhe. So. Aber wir können den Bären kritisch wegkokeln. Und töten ihn einfach. Er oder ich. Und zum Glück hat er auch noch ein paar Münzen dabei. Und hier ist ein kleiner Friedhof. Ein Reisestein. Aha. Quelara, Gazidoma, geliebte Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, möge dein Geist in Frieden auf den ewigen Faden wandeln. 6612 nach ST. Was auch immer ST ist. Rhinaeus, viele Sohn, geliebter Vater, beschritt die letzte Reise im Mondeslicht am 15. Tag des Krakens 6634 nach ST. Okay, also es ist kein Reisestein als solcher, sondern einfach nur ein Grabesstein. Hatte ich erwähnt, dass die Entwickler hier alles per Hand gemacht hatten? Also diese ganze Total Conversion ist komplett per Hand entwickelt worden. Gestaltet worden, also auch die Gebiete nicht einfach nur aus irgendeinem Baukasten rausgeholt. So. Oh, wir müssen uns ganz kurz mal heilen. Objekte. Habe ich noch irgendwas zur Heilung? Hier habe ich noch einen Trank. So, noch. Ein Hund ist übrig, aber ich habe kaum noch Lebenspunkte. Deswegen kurz noch ein Tränkelein genommen. So. Oha. Das war jetzt wirklich knapp. So, ihr seht, wir brauchen auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Aber ich hoffe, dass wir sehr bald den Ort erreichen, den wir für unsere Quest hier erreichen sollen. So, ich ziehe mir noch ein Krustenbrot rein, um noch ein paar Erfahrungspunkte zu bekommen. Und beschließe jetzt einfach mal den Weg, auf dem Wasser zu folgen. Um nicht schon wieder gleich in neue Gefahren zu kommen. Und hier sehen wir einen kleinen Anlegehafen. Ja, hier gibt es auch noch kleinere Spielfehler. Zum Beispiel hier gibt es fliegendes Gras.
Das soll natürlich nicht so sein. Aber das verzeiht man natürlich, weil das, wie gesagt, eine kostenlose, non-kommerzielle Total-Conversion ist. Also wirklich ein kostenloses Spiel, was extrem umfangreich ist. So, wir ernten etwas Weizen. Und ja, können hier etwas schlafen, das ist ganz gut. Denn damit sind unsere Werte wieder aufgefüllt. Wir sehen die Welt hier im Abendrot. So, das Buch können wir nicht nehmen, aber die Nägel können wir dann nehmen. Und wir legen uns auch nochmal hin, weil ich glaube, wir schlafen lieber jetzt mal so ein paar. Vielleicht mal so, naja, 17 Stunden. Macht uns ja zum Glück nichts aus. Außer, dass wir jetzt ein bisschen Zeit warten müssen. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wo man sich das Spiel herunterladen kann, dafür habe ich euch alle Links in die Videobeschreibung gepackt. Und es ist auch... Oh, jetzt haben wir hier Regenwetter. Aber... Oh, eine Wildmagierin. Ha, Wildmagie gegen Wildmagie. Aber ich habe auch noch ein bisschen Schwertmagie hier. Okay, was machte bitte diese Wildmagierin hier? Aber wir haben von ihr immerhin ein bisschen Ausrüstung bekommen. Einen Flammenstab oder eine verschlissene Robe. Und irgendwie liegt sie jetzt auch da in einer sehr seltsamen Pose herum. So. Es scheint wohl, dass wir hier tatsächlich ihr Domizil da wahrscheinlich betreten haben. Und es regnet immer noch. Wir finden auch ein Zauberbuch, Geisterwolf rufen Rang 1 und den Bauplan für ein Eisenschwert, einen Hobel, Erinnerungsbuch plus einen Erinnerungspunkt und noch einen Genesungstrank. Das Zauberbuch, was wir gerade gefunden haben, das bringt uns neue Fertigkeiten, die wir dadurch lernen können durch diese Bücher. Den Bauplan, klar, damit können wir uns dieses Schwert dann zusammenbauen und mit diesem Erinnerungspunkt haben wir noch einen Erinnerungspunkt erhalten. Und auch was es damit auf sich hat, das werde ich euch hoffentlich noch sehr bald erklären. Aber erst einmal überqueren wir hier noch diese Brücke im strömenden Regen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Guck mal, da hinten ist auch noch ein kleines Fund-Item. So, ein magisches Symbol. Davon müssen wir 100 Stück finden. Dann haben wir hier auch noch ein paar Kühe. Jetzt ist es auch hier gerade nicht mehr ganz so gemütlich. Es regnet ja auch. Aber ich bin ja hoffentlich der Überzeugung, dass wir hier sehr bald das Örtlein finden werden, wo wir hinwollen. Oh nein, erstmal noch einen Höhlentroll besiegen. Wir haben jetzt auch optisch sehr wenig mit den Trollen aus Skyrim zu tun. So. Immerhin gibt er uns etwas Trollfett. Und so ein Troll gibt ja auch immerhin ein paar Erfahrungspunkte ab. So. Und schon wieder ein Straßendieb durchkreuzt unseren Weg. Und hat uns jetzt leider auch ziemlich stark fertig gemacht. Das war jetzt weniger gut für uns. Das war echt weniger gut. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen, da wir, glaube ich, kein Autosave zwischendurch hatten. Doch, wir haben ein Autosave im Bett gehabt. Gut, dann können wir noch mal etwas schlafen und können dadurch etwas Zeit vergehen lassen. Dann regnet es ja auch vielleicht nicht mehr. Eine tolle Sache, die ich euch noch zeigen möchte hier bei Enderal, ist tatsächlich, dass das Spiel auf professionelle Synchronsprecher setzt. Unter anderem Martin Sabel wird auch von den Entwicklern immer wieder hervorgehoben. Und auch sehr viele andere bekannte Stimmen, also Profisprecher, sind hier am Werk. Enderal ist tatsächlich voll vertont. Ja, das kennt man ja von den wenigsten Mods. Die meisten sind ja eher, legen nicht so viel Wert auf Vertonung, weil es einfach nicht geht. Und gerade auch Enderal als non-kommerzielles Projekt muss natürlich gucken wegen den Kosten. Aber sie haben es geschafft, dadurch, dass sie
schon in der Vergangenheit bei Nerim, was ja auch voll vertont war, mit Synchronsprechern gearbeitet haben, haben sie da einen recht guten Ruf und konnten dadurch auch diesmal wieder Synchronsprecher gewinnen, weil sie haben auch, hatten ja auch selbst von sich gesagt, ne, wenn man da einen überzeugt, dann ziehen auch andere nach, weil die reden ja auch untereinander. Deswegen ist das Spiel auf Deutsch und auf Englisch voll vertont. So, jetzt sind wir hier. Ich hoffe nämlich, dass ich euch diese Vertonung gleich mal zeigen kann. Aber da hinten stehen sie schon wieder wie die Diebe. Was irgendwie eigentlich uncool ist. Deswegen gehen wir mal lieber dahin, wo es unsere Questmarkierung hinführt. Ich spiele jetzt auch wirklich generell meinen Playthrough hier gerade. Also es ist jetzt nichts, was ich für euch vorbereitet habe. Ich habe mir nur gedacht, wenn ich euch hier was zeigen will, dann zeige ich euch hier diesen Part. Da vorne noch ein paar Wölfe. So. Aber ich habe natürlich noch einen Skill, der meine Regeneration verbessert. Von der macht, dass meine Spells für eine gewisse Zeit weniger Mana verbrauchen. So, ich esse jetzt kurz ein bisschen rohes Fleisch. Ist zwar nicht das gesündeste. Ich glaube fast, ich muss irgendwie da hochkommen. Also ihr seht, man kann sich hier ganz schön in der Landschaft verlieren. Ich glaube irgendwie, ich muss da hoch. Also ich bin dann wahrscheinlich irgendwie komplett falsch gelaufen. Wobei, aktuell sieht es ja schon noch ganz gut aus. Man kann auch richtig schön weit rausscrollen. Macht eigentlich auch sehr viel Spaß, wenn man dann so Witcher gewohnt ist. Ah, guck mal da oben, da ist diese kleine Siedlung, wo ich hin wollte. Ein kleines Bergdörflein. Hoffentlich mal mit freundlichen Bewohnern, wie diesem kleinen Jungen hier. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Also ihr merkt, das ist schon sehr hochwertig vertont. Auch wenn er jetzt bestimmt oder vielleicht kein Profisprecher ist, aber es ist schon was anderes, wie man es sonst kennt, wo dann mit ganz schlechten Mikrofonen gearbeitet wird oder so. Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen, sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Oh, klasse! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit! Oh, Geheimnisse aus der Büchse. So, jetzt haben wir eine kleine Nebenquest angenommen. Auch wunderbar geskriptet, wie ich finde. Jetzt müssen wir diesem kleinen Jungen nachrennen. Wir sind übrigens im Dörfchen Flussheim gelandet. So. Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Ich glaub schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Klar.
Ja, zum Glück habe ich ein paar Dietriche dabei. Ja, das war's. Dann schauen wir mal. Eine alte Notiz ist da drin. Da sind... Ach nee, was soll das denn? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Alte Notiz lesen. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt wohl drin steht. So. Ah, hier habe ich noch ein Zauberbuch nicht benutzt, nämlich Lebensabsorption. Ah, die habe ich schon gelernt. So, wo ist denn die alte Notiz? Wahrscheinlich bei A, weil A wie alt. Da, alte Notiz. Erhaben, stolz und voller Kraft. So weilt er für den Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not, auf unserem Pfad bis in den Tod. Und, hast du was? Ein Gedicht? Was, wenn das ein, wie heißt das, ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Segen in der Not. Das... Ach, Menno, wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. So, den im Gedicht beschriebenen Ort finden... Damit haben wir jetzt auch eine neue Nebenquest angenommen. Aber um euch nicht zu spoilern, werde ich hier nicht weiter nachgehen. Ich werde jetzt erstmal noch mit dem Typen reden, mit dem ich sowieso hier noch reden muss. Deswegen bin ich ja auch den weiten Weg hierher gekommen. Aber das lohnt sich ja, denn hier kann ich schon wieder auf eine neue Quest gehen. Und damit fühle ich mich auch eigentlich schon direkt wie bei Skyrim, wo man wirklich von Quest zu Quest geführt wird. So. Und auch wirklich alles wunderschön gestaltet. Also optisch wirklich sehr, sehr hochwertig. Was man da noch aus der alten Skyrim-Engine rausgeholt hat. Ich würde sogar sagen, das sieht besser aus als Elder Scrolls Online. Sage ich mal vor vorgehaltener Hand. Ach ja, und hier ist der Mann, mit dem wir eigentlich sprechen müssen. Wer seid ihr? Hero, es geht um seinen Tod, richtig, diesen Amoklauf. Natürlich, wer weiß es denn nicht. Hero war doch einer von uns. Es ist schrecklich, einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfas, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Schwer zu erklären. Komm, da setzen wir uns. So redet es sich besser. So. Ach, Jerome. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Hero für immer verändert. Tja, gute Frage.
Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jannik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Ja, so kann man's sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu großen bestimmt sein konnte. Und dann kam's, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit, und ein paar Monde später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen, weil er nur noch sehr selten nach Flussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich, wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier. Er glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann, eines Tages, bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nur etwas schlafen gehen, Basir. All die Erinnerungen machen mich müde. Ja, natürlich. So, jetzt haben wir auch direkt schon den nächsten Auftrag aus dieser Questreihe bekommen. So, mir hängt doch meine Maus gerade ein bisschen. Dementsprechend, sorry dafür. So, jetzt geht's wieder. So, da vorne ist noch eine Wache. Ah ja, und mit der werde ich auch gleich noch sprechen, aber ich glaube mal, ich will die Quest jetzt für euch nicht noch weiterspielen. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt, dass das Ganze hier auch mit Tiefgang zu tun hat. Die Synchronsprecher machen tolle Arbeit. Die Welt hat sehr, sehr viel Leben in sich. Und das ist wirklich wunderbar. Ansonsten hat das Spiel ja auch sehr viel von Skyrim. Nur eine Sache ist hier noch anders. Die will ich euch ganz gerne noch zeigen. Nachdem wir noch diesen wunderbaren Blick hier über das Örtchen genossen haben. Schön, oder? Hinten mit der Burg oder mit dem Schloss da. Toll. So, eine Sache haben wir nämlich noch. Und zwar ist es die Meditation. Mit der kommen wir in die Zwischenwelt. Und die Zwischenwelt, das ist etwas sehr Interessantes. Und zwar können wir dort unsere Talentpunkte verteilen. Anders als in Skyrim, wo wir dann diese Talentbäume hatten, haben wir hier drei Talentbäume. Einmal hier den magischen Talentbaum, dann haben wir den kriegerischen Talentbaum und wir haben den diebischen Talentbaum quasi. Und jeder Talentbaum unterteilt sich nochmal in drei Klassen. Also hier zum Beispiel haben wir den Vandalen, wir haben den Hüter und, meine Maus hängt gerade echt mega fest. Und wir haben den Klingentänzer, nur mal so, um Beispiele zu nennen. Und hier können wir dann unsere Talentpunkte investieren. Ich habe jetzt meinen schon im Fokus investiert. Und kann jetzt gucken, zum Beispiel könnte ich jetzt Taumaturg werden oder ich könnte Sinistrop werden oder ich könnte Elementarismus, also Elementarlehrling trainieren. Ich könnte aber auch zum Beispiel jetzt hier bei den Kriegern anfangen
und zum Beispiel sagen, okay, ich kämpfe auch immer mal mit dem Schwert, also werde ich mal zum Beispiel mit Rage meine Kriegertalente freischalten. Das mache ich jetzt tatsächlich auch, weil ich wieder ein Kampfmagier werden. So, und dann sehen wir hier auch gleich, die Erinnerung ist quasi das, was wir auch vorhin bekommen haben, dieser Erinnerungspunkt ist quasi, das sind diese Skillpunkte, wenn man das so will. Und wir bekommen jetzt hier erstmal die Erklärung nochmal für den Skill. Diese Erinnerung ruft in euch das notwendige Basiswissen eines Kriegers in das Bewusstsein. Dauerhafte Effekte schaltet alle Kriegerdisziplinen frei, reduziert das Gewicht schwerer Rüstungen um 10%. Und dann haben wir noch das Talent Rage. Dieses Talent erhöht für kurze Zeit euren Waffenschaden. Und dann haben wir hier auch noch die Stufen, nicht mit der Wirkungsdauer. So, den können wir jetzt erlernen für einen Punkt. Und haben auch noch einen Punkt verbleibend. Auch richtig schön gemacht, wie jetzt hier diese drei Pfade freigeschaltet werden. Und die Entwickler haben gesagt, dass man bis zum Ende des Spiels ungefähr 2,5 Pfade freigespielt haben kann. Man kann alle Pfade praktisch angehen. Also ich könnte jetzt hier auch noch den Dieb anfangen. Also man kann hier sehr, sehr viel mischen. Und das macht hier auch wirklich Sinn, jetzt nicht einfach nur einen Pfad zu verfolgen und zu sagen, okay, ich will jetzt noch hier und da. So, ich werde jetzt zum Beispiel mich noch für den Elementaristen entscheiden. Arkane Macht, weil ich finde Elementarismus finde ich ziemlich cool. Ne? Also finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ansonsten gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten. Die dürft ihr dann alle ausprobieren. So. Alle Elementarzauber verursachen 13% mehr Schaden. Finde ich super. Machen wir auch direkt. So, damit sind jetzt alle meine Talentpunkte vergeben. Was diese Zwischenwelt genau ist, das weiß ich noch nicht. Die sieht sehr, sehr schön aus. Das möchte ich auf jeden Fall hier nochmal festhalten. Aber was es hier ansonsten noch alles zu tun gibt, das finde ich noch heraus, weil ich bin selbst noch am Enderal spielen. Und ihr, ja, ihr könnt das auch. Und wie ihr das könnt, das schreibe ich euch, wie gesagt, in die Videobeschreibung rein. Ansonsten soll es das auch gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch das Spiel einigermaßen gut vorstellen können. Ihr habt eigentlich sehr viele Aspekte mitbekommen. Ihr habt die Spielwelt gesehen, ihr habt gesehen, wie die Kämpfe so sind, ihr habt ein bisschen gesehen, wie die Quests verlaufen, ihr habt die tollen Sprecher mal gehört, das Talent- und Skillsystem gesehen. Von daher, ja, denke ich mal, dass ich euch nicht wirklich gespoilert habe. Ansonsten hattet ihr auch viele Möglichkeiten, das Video noch vorfristig zu beenden. Und ja, dementsprechend vielen Dank hier, dass ihr in dieser kleinen Preview zugeschaut habt, was ja eigentlich eine Review ist, denn das Spiel ist ja schon draußen. Meine Meinung will ja keiner hören. Ah ja, und die gute Wachdame gibt uns jetzt hier nebenbei noch zu erkennen, dass sie wahrscheinlich noch eine andere Meinung hat zu den Vorkommnissen, die wir hier gerade untersuchen. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen, werde mal meine Maus auswechseln, denn die hier, die packt es irgendwie nicht mehr. Und sage vielen Dank. Wir nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, BB, euer Hyuga.